Sei es die Kontrolle von Weidezäunen, die Brotzeit aufs Feld zu bringen oder im Hof den Anhänger zu rangieren. Es gibt hunderte kleiner Arbeitsaufgaben, bei denen sich ATVs im Forst und auf dem Bauernhof nützlich machen können. Passendes Gerät bieten Can-Am und Polaris mit ihren 570er ATVs. Dabei haben wir uns die Can-Am Outlander L 570 und die Polaris Sportsman 570 EPS im Detail genauer angeschaut. Can-Am bietet seine Outlander L 570 sogar als Professional-Modell mit spezieller Ausstattung für den Arbeitseinsatz an. Dazu zählt eine dynamische Servolenkung, 26 Zoll breite Radialreifen auf 12 Zoll Alufelgen, härtere Federvorspannung, ein verstärkter Sitzbezug und versetzte Lufteinlässe. Serienmäßig sind außerdem Linku-kompatible Stahlgepäckträger und eine eingetragene Anhängerzuglast von 590 Kilo. Getestet haben wir hier die Outlander L 570, die inklusive Loftzulassung mit offener Leistung rund 9.500 Euro kostet. Ebenso wie bei der Can-Am Outlander L 570 wird auch die Polaris Sportsman 570 EPS serienmäßig mit einer Servolenkung ins Rennen geschickt. Dabei gefällt auch ihre ultimativ praktische Auslegung, allen voran die große Gepäckbox in der Frontverkleidung, auf deren Klappe der optional erhältliche Frontgepäckträger montiert ist. Mit einem VK-Preis von 8.990 Euro inklusive Loftzulassung mit offener Leistung von 44 PS ist die Polaris Sportsman 570 EPS rund 500 Euro günstiger als die Can-Am Outlander L 570. Wenn es um technische Daten, Nutzlasten und ein performantes Fahrverhalten geht, insbesondere auf der Straße, lässt die Can-Am Outlander L 570 ihre Rivalin von Polaris auf der Strecke. Doch bei Arbeitseinsätzen wirkt die Polaris Sportsman 570 EPS unkomplizierter und besonders für wenig routinierte Fahrer benutzerfreundlicher.